Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Jo. Ja, wir spielen jetzt hier mal wieder ein bisschen auf der Seite der Zombies. Wir hatten gerade die schnellste Runde aller Zeiten. Ja, kann man so sagen. Innerhalb von 3 Minuten haben die Zombies gewonnen. Genau. Ich bin jetzt Level 121 geworden und ich würde sagen, ich habe jetzt alle Charaktere nämlich gerade auf Level 16 hochgestuft, die noch nicht Level 16 waren, und jetzt können wir wieder mit Missionen durchstarten. Ich muss Pylonen-Zombies holen, Leute direkt nach dem Raketensprung töten und Pflanzentöpfe mit Stinkwolken verpesten. Und ich glaube, diese direkt nach dem Sprungkills macht man am besten mit den Raketen. Glaube ich, da die beste Taktik. Oh Mann. Ja, die Bohnen. Ja, ich habe den Garten gut aufgeräumt. Hä, hey, warum wollte ich nicht TP'd? Weil ich dich weggeschubst hab. Behinderter Mongo. What? Ah, da schleimt er mich noch zu. Ein Garten erobert. Ja, der wurde... Doch, der wurde... Ja, klar... Leck halt rum. Alter, stimmt einfach nicht, der Wichser. Natürlich, und der tötet mich auch noch. So ein... Sein scheiß Gift, Alter. Oh, Gift nervt so hart. So, die erste Mission abgeschlossen, jetzt müssen wir Sonnenblumen mit ZTG-Raketen wegholen. Ihr habt diese Giftblumen sind noch, diese Giftzeugs, alles ist auf Dauer ganz schön nervig, da hast du recht. So, ich würde sagen, so langsam ist es dann Zeit, auch in den nächsten Garten rein zu pushen. Alter, fick dich doch, fuck Giftwichser, ey. So, wenn das jetzt kein Kill direkt im Anschluss war, ja, das hat gezählt. War ja auch perfekt getimt, würde ich sagen. Und da kommt wieder ein scheiß Giftschnapper. Hey.
Boah, von hinten, ey. Das ist aber schon wieder zerstört, ey. Was? Die Rakete flog an der vorbei, dass mich der Erbsen da verholt, war klar, aber ich wollte die Sonnenblume eigentlich mit der Rakete wegholen. Aber okay, der Versuch war da. Oh mein Gott, ja, zwei Erbsen auf einmal. Alter, aber die verteidigen ihren Garten schon ziemlich gut, muss man sagen. Okay, es war wieder von mir. Hey. So gut. Jo. Haben auf jeden Fall sehr gut gekämpft, muss ich sagen. Respekt an der Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge BVZ. Ihr kriegt natürlich jetzt hier noch ein Glitzerpäckchen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Oh, wir nähern uns dem Ende. Wir bekommen schon nur noch königliche Sachen. Baby.